Ist das fair? Ist das noch fair oder kann das weg? Ja, meine Güte, wie soll ich denn hier heile rauskommen? It's time for the 48K ZX Spectrum. Retro Gaming. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von das ZX48K Spektakel mit Tomaniac. Wow, was sieht denn da draußen gerade so geil aus? Ja, okay. Soll euch nicht jucken. Ich, schaue nach Games für den ZX Spectrum oder schaue mir die mal an, weil für mich ist das ja alles total Neuland und, ich bin gerade dabei, die Game-Bibliothek zu entdecken und wir schauen mal, was wir denn hier haben. Press Fire Space Bogragudje. Sieht aus, als wäre das irgendwo in Osteuropa produziert worden. Dann wollen wir dem mal nachkommen und Space drücken. Aha. Scheint wohl zum Intro zu gehören. Play. Ja. Was passiert denn? Da fliegt was weg von irgendwo. Ist das die Erde? Wir wissen es nicht. Aha. Offensichtlich fliegen wir durch ein Sternenfeld. Was für Sounds, meine Lieben. Meine Güte. Und wir werden schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller. Presionikulko Mesiakov. Hilfe. Da nähert sich was. Es kommt noch näher. Wir fliegen noch schneller. Näher, schneller, näher, schneller. Tatsache. Was geht hier denn ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was passiert hier? Was passiert hier? Und jetzt? Wir werden offensichtlich langsamer und haben jetzt einen roten Planeten erreicht. Der sieht von den Umrissen anders aus. Alter! Das kann der Spektrum? 48K Sound Interface. What the fuck? Ich bin gerade von den Socken. Voll das digitale Sample da drin. Wie krass ist denn das? 1991 Uwatsa Axons Hapisal Lubomir Salanchi Salami Ovladenanje Kumore. Kann man das jetzt irgendwie mal auch abkürzen oder so? Wie lange geht denn das? Gibt's da auch ein Spiel? Oder ist das irgendwie eine Demo? Oder ist das irgendwie nur ein Intro? Was ist da? Kempston Joystick. Hast du den schon erkannt? 2793. Und jetzt? Aha. Getzfire Pokrakudje. 10 Nile. Ja, so Highscore, die Top 10. Lupus Riso Rastomilus Bitmap Brothers. Amiga Atari. Bitmap Brothers? Oh, es wird lauter beim Knopf drücken. Bitmap Brothers, natürlich! Na, erkennt ihr das? Xenon 2! Für ein ZX Spectrum 48K. Okay. Ja, grafisch, was will man da sagen, ne? Sagen wir mal, es ist ambitioniert. Wahrscheinlich hat dieses Soundfile schon einen Großteil des Speichers geraubt. Wie krass ist denn das? Ich hätte nie erwartet, dass es für den ZX Spectrum eine Version von Xenon gibt. Da fällt mir was ein. Ich habe nämlich auch Xenon 2 Mega Blast fürs Master System. Und hab's, glaube ich, noch gar nicht. Ich habe was eingesammelt. Ah, jetzt schieße ich nach hinten. Hier kriegt man auch extra Waffen. Ja, wie geil. Das heißt, diese blauen Blasen, die sollte man einsammeln. Und da unten Energia ist so ein Balken, wo ich wahrscheinlich nicht verlieren sollte, weil. Oh, scheiße, nein, nein. Gib mir die blaue Kugel. Gib mir die. Was haben wir denn jetzt? Habe ich sie denn gekriegt?
Ah, getroffene Seitenpflanzen werden grün und schießen nicht mehr. Ja, und auch hier ZX-Spektrum typisch gibt es diesen Color Clash, diese Farbüberlagerungen dann. Und ich muss sagen, das macht irgendwie so den Charme der Maschine aus. Ganz klar. Meine Güte, die scheißen sich hier ein zusammen. Aber das Positive ist, mein Upgrade scheint nicht weg zu. Ich habe noch 12 Leben. Okay, offensichtlich verliere ich hier wenigstens gnädigerweise nicht mein Upgrade. Ja, ein Dauerfeuer gibt es hier beim Spektrum nicht. Man muss also selber aktiv sein und sich ordentlich den Daumen drücken. Boah, was geht denn hier ab? Das ist ja voll Bullet Hell hier, ey. Da soll man heile durchkommen. Ach du Scheiße. Das ist ja fast gar keine Chance, ey. Da muss ja wirklich. Ach, da oben komme ich nicht weiter. Ich muss diese dummen Seitenpflanzen da irgendwie töten. Gut, Musik gibt's also in-game not. Ja, man muss sich an die Steuerung gewöhnen. Die ist nämlich ein kleines bisschen träge. Ich meine, der ZX-Spektrum kann ja kein Scrolling, normalerweise. Normalerweise nicht. Und dafür ist das erstaunlich, muss ich sagen. Das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was der C64 kann. Der C64 hat Sprites, der hat Scrolling. Das hat der Spektrum alles gar nicht. Und ich staune dann immer wieder, was die Programmierer solcher Sachen hier da rauszaubern und wie die halt diese Limitierungen der Hardware programmiertechnisch umgehen. Ah, hab den Donner erwischt. Da muss ich jedes Mal sagen, fetten Respekt. Ich habe vom Programmieren keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, hier einiges lauter Extras und ich krieg keins davon. Der Name auf meinem Shirt ist Programm. Game over. Gib mich dat. Lass dich dat. Oh Mann, ich bin so gierig. Oder darf ich die jetzt doch nicht einsammeln? Nee, da ist nichts drin. Die darf man wahrscheinlich doch nicht so einsammeln. Weil dann ist irgendwann die Energie weg. Und dann ist man tot. Ist das noch eine 6 oder noch eine 8 Leben? Ich glaube noch 8. Hä? Also sag mal so, es ist tatsächlich, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, es ist tatsächlich spielbar. Soll man kaum glauben. Aber es ist auch schwer, wenn man sieht, was da alles rumwimmelt auf dem Bildschirm, da staune ich wirklich, wie die das da alles in den kleinen Speicher reingekriegt haben. Das ist wirklich erstaunlich. Und irgendwann habe ich wahrscheinlich auch keinen Daumen mehr. Hier sieht man dann auch nicht so, wer ist Freund und wer ist Feind. Also Fakt ist, die ledernen Kugeln darf ich jetzt nicht berühren. Woher weiß man denn dann, wann es sich lohnt, da drauf zu schießen und wann gibt es da was einzusammeln? Das ist eine gute Frage, glaube ich. Irgendwann fällt mir der Daumen ab. Dann macht meine Pfote schlapp. Da ist was rausgefallen und das habe ich, glaube ich, zufällig auch erwischt. Es hat mich auch zufällig, glaube ich, gerade erwischt. Ich glaube, ich werde doch degradiert. Ich hatte vorhin das Gefühl, einen Doppelschuss nach vorne zu haben für kurz. Das war aber ein sehr kurzes Vergnügen. Ah, der ist mir entgangen. Da kommt was. Ja, siehste, ich habe 2 Kugeln nach vorne jetzt. Oh, ich muss da rüber. Dash. Ah, machtvoller. Ja, diese Seitenpflanzen, die sind aber mal heftig. Ich frage mich, ob ich hier gleich mal irgendwann zum Boss komme. Und wie der dann wohl aussieht. Ich frage mich, ob ich das überhaupt lebendig bis dahin schaffe. Riskier nicht so viel. Mann! Da müssen die ausgerechnet da rechts abbiegen, wo ich lang will. Nein. Ich glaube, ich habe den Doppelschuss trotzdem noch.
doch nicht alles geloost? Geht weg. Ah, weg! Oh, scheiße, ey! Das bleibt auf dir drauf, das Kackding. Mein Gott. Das ist aber schwer. Mein Wunsch wäre jetzt gewesen, noch wenigstens irgendwie bis zum... Ich habe da was eingesammelt. Sah aus wie, als wäre da ein B oder was drin. B wie, bloß jetzt keinen Fehler machen. Es ist spielbar. Mein Gott, hier geht's ab. Scheiße. Scheiße. Xenon 2. Yay. Am geilsten natürlich, am allergeilsten natürlich auf dem Amiga. Weil da nämlich der Soundtrack Mega Blast von Bomb the Bass drin ist. Und, wie sich's natürlich so gehört, habe ich die CD Into the Dragon. Und auf dem Into the Dragon Album ist Mega Blast drauf. It's a Mega Bell Blast. Kaputt. Oh, ist das mein letztes Leben? Yeah. Das muss ich jetzt im Hintergrund spielen, das wär's noch. Ja, jetzt habe ich es direkt im Ohr wieder. It's a Mega Blast. Yeah. Bomb the Bass. Ja, wie gesagt. Ja, ich glaube, ich werde den Endgegner des ersten Levels nicht zu sehen kriegen, weil dazu bin ich einfach zu schlecht. Dann habe ich irgendwie 13 Leben oder was. Meine Güte, ey, diese Pflanzen kacken aber auch Kugeln raus bis zum geht nicht mehr. Ist das fair? Ist das noch fair oder kann das weg? Ja, meine Güte, wie soll ich denn hier heile rauskommen? Ich krieg da... Kommt mir nicht in die Mitte. Alter Falter, hier entwickelt es sich aber gerade zu einer Dia-Show. Boah. Hammermäßig. Da ist Rechenleistung gefragt, meine Lieben. Oh, shit, ey. Jetzt kommt... Was kommt denn hier noch? Bin ich da bald mal durch? Geh weg. Oh, ich habe kaum noch Schild. Nein, was hat mich denn erwischt? Habe ich noch ein Leben? Sieht aus wie mein letztes. Oh nein, 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 lass mich nicht alles nochmal da durch. Nein, ich will nicht nochmal alles von vorne. Ich glaube, ich habe die... Hoffentlich habe ich den richtigen Weg gewählt. Da fliegt dir doch der Daumen weg, da. Alter. Alter, gib mir das Blaue. Das Blaue vom Himmel. Oh, da wubbelt da irgendwas an der Wand lang. Boah, das kriegst du doch alles nicht tot. Meine Güte. Mein letztes Leben. Aber vielleicht habe ich ja einen Platz in der Higgs-Kore. Nachher. Boah, dieses Level, das scheint ja endlos lang zu sein. Ich würde ja wenigstens einmal kurz den Endgegner sehen wollen des ersten Levels. Oh, ich habe gerade noch gesehen, dass da was von links angeschissen kommt. Nee. Geht weg. Bitte, gib mir eine Chance. Ich möchte ihn wenigstens einmal sehen. Wenigstens. Boah, hier kommt aber auch wirklich aller Scheiß auf dich zu. Aus allen Richtungen. Was ist passiert? Konje Kniesne. Gets Feier Prograkutje. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber ich darf mich immerhin eintragen. T. Cooles Geräusch. Also die Soundeffekte sind ganz nice, muss ich sagen. Thoma, pass wenigstens noch ein S hin. Thoma. Hä? Und jetzt? Ist doch fertig, oder nicht? Gut, sind nur die Dings da. Ah, das heißt hier fortsetzen wahrscheinlich Credits oder was?
Nö. Was heißt das jetzt? Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin, oder was? Wieso konnte ich mich denn da eintragen? Doch, da oben, Platz 2. 722 Punkte. Okay. Wie hat es jetzt eigentlich nochmal geheißen? Axons, genau. Axon. Was eigentlich Xenon 2 Megablast ist. Deswegen hat man hier in der Highscore auch den Bitmap Brothers gehuldigt. Sagen wir mal so, es sieht interessant aus auf dem Spektrum und man muss ja wirklich sagen, Respekt, was die Programmierer aus dieser kleinen Kiste rausgequetscht haben. Also am Anfang das Krasseste war ja dieser Soundsample. Da war ich ja hin und weg gerade. Auf jeden Fall hat mir das Ausprobieren Spaß gemacht. Es ist spielbar, wenn man sich an die träge Steuerung gewöhnt hat und die ist halt so, weil es flüssiges Scrolling auf dem Spektrum, also Scrolling generell, nicht gibt. Deswegen sind die meisten Games auch welche, wo es im Bild umschaltet. Na, und ansonsten muss man sagen, wenn es mal ein Shooter ist, der so horizontal oder vertikal zum Steuern ist, dann muss man den wirklich sagen, alle Achtung, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber dass ihr das rausgeholt habt, obwohl es sonst normalerweise gar nicht möglich ist oder gar nicht gedacht, dass es der Specki kann, umso krasser. So gesehen, ne, coole Sache. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das mal zu zocken und zu testen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Ausprobieren. Und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Seid einfach beim nächsten Mal wieder da. Macht's gut, ihr Lieben, bis denn. Ciao.